dann ist da oben doch der perfekte Standort. Ja, ich weiß, ihr braucht übelst viel Wasser. Hallo! Nein, ich denke gerade nicht über eine Wohnstätte. Alter. So. Wie viel kostet... Wie viel kostet eine Schmelzofenabteilung? Da. Scherz. Boah. Ja, da müssen wir ein bisschen sparen. So, dann machst du jetzt auch noch Export. Wir kriegen ja noch genug Erz. Alter, was hier los ist. Boah! Ist das hier? Ihr braucht Wasser. Das lässt sich machen. Das sind hier voll die Mini-Fabriken dagegen. Okay, zu wenig Platz. Sehr gut. 83.000 haben wir schon. Aber natürlich müssen wir die auch... Gib mir ein bisschen mehr Erz. Dann kann ich den Scheiß bauen. So, weg. So. Alter, wie weit wir im Minus sind. Wir brauchen ein neues Windkraftwerk. So, das reicht aber. Das ist voll. Ich brauche echt so ein Kraftwerk. Ah, jetzt habe ich wieder Überschuss. Gut, dann haben wir hier auch noch eine. So. Mach mal direkt zwei hin. So. Hä? Hm.
Die brauchen echt so eine eigene Wasseranlage, die Kraftwerke. Oh. Das war falsch! Nein! Ich will doch keinen Kreisverkehr bauen. Genau, und später verbinde ich... Ja, ihr seid auch so sinnvolle. So richtig sinnvolle. Alter, wie krass das hier alles abgeht, ne? Ich wollte eine Klinik bauen, verdammt. Loftpond 12. Das sind die Apartments hier, der hohe mit einem kleinen Pühlchen. Dann legen wir hier oben doch noch einen Park an. So, ihr baut dann bitte mal auf. Ja, denkst du, du machst mir was aus? Alter. Gebt mir mehr Erz. Fuck you. Ich brauche ein neues Handelsdepot. Ist das shit? Weil ich will nichts so ausgeben. Ich will das alles nur hier im Lager haben, bis wir die Schmelzofenabteilung haben. Also bis wir den Schmelzofen haben. Zehn Tote pro Tag ist ja gar nichts. Kann ich mir noch einen Kredit nehmen? Ja, hier, annehmen. Gut. Ja, ja, gibt jetzt. Gibt jetzt. Die Frage ist, wohin? Hier. Da ist ein gebrochener Arzt. Ja, ja, haben wir jetzt. Die sind ausgezogen. Alter, am Arsch. Ich hab doch jetzt hier... Null Patienten werden behandelt. Schon klar.
Wieso mache ich immer Kohlelager, ey? Habe ich jetzt schon wieder ein Kohlelager gemacht? Nee, ne? Gut. Die Versandlager lasse ich hier für meine ganzen Fabriken. Weil, die fühlen sich damit ja wohl. Ihr verliert alle Arbeiter. Sie sterben. Aber die Stadt wird hier eine geile Stadt, habe ich das Gefühl. Voll besiedelt hier. Bug? Das war ein Bug. Was geht? Wer klingelt hier? Ja, ihr kriegt ja schon. Ihr habt ja jetzt eine Klinik. Gebt mir doch noch mehr Erz für eine Metallzentrale. Ich brauche sie, Leute. Ich brauche sie. Und ich brauche dafür diese Kredite. So geht das. Dann können wir hier noch. Ich will da Wohngebiet ausweisen. Also. Alter. Geil, so funktioniert das. Das hat sehr viel Geld gekostet, aber jetzt können wir hier noch. Schön. Nee. So. Dann zieht mir ein, ihr kleinen Schweinchens. Überall wo geht, sag ich dazu nur. Hallo, Kreuzfahrtschiff, fährst genau dadurch. Gut, gut. Alter. Schnell die ganzen Lager voll werden. Das hier kannst du abreißen. Jetzt her da. Boah, wer macht denn hier so ein Shit-Theater, ey? Oh. Es werden immer größere Gebäude. Polizeipräsenz, sehr gut.
So, ihr seid wieder glücklich. Ja, es sterben keine mehr. Alter, wer macht denn so ein Theater mit Schüssen? Das geht ja gar nicht klar. So, das nächste Erzbergwerk ruft. Da kommt das nämlich. Ne, das machen wir erst hier unten hin. Gut, da kommt jetzt erstmal eine Straße. Eine Kreuzung auf dieser Straße ist nicht möglich. Das ist jetzt ein Scherz. Das ist jetzt echt ein Scherz. Alter. Nicht rumspacken. Ja gut. Dann müssten wir gucken, wie wir das hier machen mit dem Wassertürmchen, sonst wäre ja kein Problem. Das ist wesentlich zu teuer mit einer Brücke. Wo kann man denn Wassertürme hinbauen? Kann man... kann man hier oben hin machen. Gib mir mal eben die Wasserkarte. Gut so. So, jetzt kann man die hier unten nämlich... So. Und jetzt können wir da schön unsere, unsere Straße legen. Da kann man später dann noch wieder hinten hin eine Verbindung machen. Und da kommt dann gleich unser Erzbergwerk hin. Und Leute, was ich gesehen habe ist, man kann, das wusste ich noch gar nicht, Wald pflanzen. Ha? Aber da freut sich keiner, oder was? Aber immerhin sieht das ein bisschen schöner dann aus, alles. So. Jetzt haben wir hier ein bisschen Natur überall drin. Lager ist wahrscheinlich wieder voll. Hammer geil. Brauchen wir noch ein neues? Aber wieso auch nicht? Boah, ich dachte schon. Wir haben jetzt zwar gerade für so ein großes Erzkraftwerk ein zweites gespart, aber das ist natürlich wichtiger, weil sonst können wir auch keinen
Erz mehr abbauen. Arbeitslose 0, nicht besetzte Jobs 172. Dann gibt noch mal ein bisschen hier. Hier kann man doch nämlich noch. Ich meine, wieso nicht? Die können dahinter wieder abgerissen werden. Aber solange bezahlen die uns Steuern. Und wir können erstmal ein paar. Ein paar Jobs besetzen damit. Das hat schon wieder 30 Tonnen Roherz. Wie schnell das einfach nur geht. Geschlossen, Mami. Oh, ein Luxushochhaus der Stadt wird gebaut. Da! Da! Geil, 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 geil. Sehen, sehen, sehen. Boah, wie geil das wird. Das soll größer werden. Größer, größer, immer größer. Mach höher. Mach ganz hoch, bis in den Himmel. Höher. Komm schon. So hoch wie das Empire State Building und das als ein Hochhaus. Wäre immer so geil. Ach man, nicht höher, aber voll geil. Traumturm ist. Ich hoffe mal, die anderen rüsten da auch noch drauf aus. Hier zum Beispiel die. Arsch zu viel Verbrechen, ey. Da ist schon wieder so ein Nachrichtenhelikopter. Wir müssen natürlich bei jedem Brand aus einer anderen Stadt kommen. So, nächstes Rohrteil hier. Immer her damit. Weg die Sau. Du bist auch schon wieder fast voll. Hammergeil. Alter, wie viel Legierung wir nachher produzieren können, ne? So geil. Bam, 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 bam. Roherz, Roherz überall. Sehr gut, sehr gut. Oh, wir brauchen Geld. Oh, wir brauchen Geld, Leute. Schnell für ein neues. Für ein neues Handelsdepot. Oh oh. Wozu braucht man denn die Tasten hier? Mit der Maus geht das doch viel besser. Da ziehen wieder welche ein hier. Alter, wie geil der ist. Die haben da oben einen Pool drauf. Da schießt jemand.
Ach, Polizei und Verbrecher. Sehr gut. Der Unterschied hier. Wir würden gern wieder in die Schule gehen. Ah, normalerweise hättet ihr ja so in der Nachbarstadt in die Schule gehen können. Aber unsere lieben... aber die lieben SimCity-Hersteller wollten das anscheinend nicht. Es tut mir auch furchtbar leid. Aber wenn die das nicht wollen, dann können wir das natürlich auch nicht machen. So. Stell doch einfach mal ein bisschen mehr her. Nein, der Tag geht schon wieder zu Ende und ich kann noch keine Metallzentrale bauen. Hm? Ist doch voll. Ja. Wir brauchen mehr Leute, Mami. Wie zu große Nähe zu bestehenden Kreuzungen. Ach, die arbeiten jetzt doch, oder was? Sehr gut. Schon voll am Arsch. Und das nächste Handelsdepot ist komplett ausgelastet. Ja! Die Metallzentrale ist genehmigt. Oh, geil. Bisher drei. Aber ich kann sie bauen. Und dann füge ich eine Schmelzofenabteilung hinzu. Und dann können wir endlich Schmelzöfen bauen. Hier unten kommt dann die Metallzentrale hin. Genau, ich stelle mir das gerade schon wunderbar vor. Boah, dann werden endlich meine Handelsdepots hier wieder leer. Von 80 Tonnen. Wie viel hast du? 45 von 80 Tonnen. Und du hast auch nochmal 80 von 80 Tonnen. Naja, Leute, das war's heute von SimCity. Wir sind weit gekommen mit unserer geilen Stadt hier. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play SimCity. Und ich weiß gar nicht, in welchem Part wir mittlerweile sind. Wir haben auf jeden Fall schon ein bisschen. Weil ihr seid jetzt erst, glaube ich, bei Part 12. Ja, 12 müsste es sein. Aber ich mache hier schon, keine Ahnung, Part 20 locker. Und ja, wir sind hier in unserer abgeschnittenen Stadt, was ich ziemlich asozial finde. Da hinten ist... was ist das denn da? Ist das Casino Royale? Nee. Ich sehe die Städte schon gar nicht mehr, so weit sollen die entfernt sein. Zeig mal. Oh. Ja. Da wollte ich jetzt mal nichts so sagen. Ja genau, wir haben uns nämlich auf Computertechnik spezialisiert. Warum haben wir jetzt minus 1000 gemacht? Oh, erstmal Ventilator ausschalten. Nee, wird ein bisschen kalt. Ja. Metallzentrale brauchen wir. Können wir so einen Scheißkredit... Am Arsch, Junge! Wir sind schon wieder minus los, unser Windkraftwerk da. So, 15 Geld haben wir! Scherz.
Okay, nö, Kredite können wir leider keine annehmen. Lol. $15? Oh mein Gott. Nee, Kredite können wir leider keine annehmen. Heißt, wir müssen hier warten, bis. Keine Ahnung. Bis wir 30.000 haben. Das ist ein bisschen asoziales. Ich könnte ja theoretisch mal. So machen. Dass wir von einem exportieren, dann geht es ein bisschen schneller. Und hinterher verkaufen wir dann richtig Prozess, Computer und so. Wer will denn da wohnen? Lol. Ja, das sind die Ernst. Ah, nice, das wird ein großes Haus da, sehr gut. Sehr gut. Ah, jetzt haben wir schon wieder 36.000. Wuhu. Metallzentrale, sagst du? Bin ich voll mit einverstanden. Gib mich Roherzkarte. Da ist Roherz.